Jo, da ist der Gusor. Ach, Karl. Erreicht. Ziemlich geil, auf jeden Fall. Was muss ich natürlich da dann auch mal raushauen? Natürlich ein... Ja, eine Roomtour gab es ja schon. Aber ich habe mir gedacht, scheiß drauf. Ich baue mal mein komplettes Equipment um. Und jetzt seht ihr gleich, wie ich das gemacht habe. So, da bin ich wieder. Schön, oder? Abgeklebt. Das, ja klar, logisch. Also die Sache ist die, erstens, ich will natürlich nicht, dass ihr da reinguckt, weil das nervt garantiert, weil das ist ja Hinterhof. Da habe ich keinen Bock drauf. Und außerdem die Sache, die gleichmäßige Lichtverhältnisse, weil die Sache ist die, kommt ein Sonnenstrahl rein und blendet mich voll ins Gesicht. Sieht auch ein bisschen kacke aus, oder er beleuchtet den Greenscreen hinter mir, habe ich ein Problem. Dann läuft das alles irgendwie ein bisschen aus dem Ruder, deswegen so. Und dann werde ich, wie gesagt, das Ding um 90 Grad drehen. Die Matratze werde ich höchstwahrscheinlich, weil die immer nur wirklich, ja, zum Pennen halt, zack, hinhauen, Zeug drauf machen, fertig. So wird es dann höchstwahrscheinlich aussehen. Jo, so viel dazu. Bis gleich. Jo, da bin ich wieder. Ja, jetzt sieht es so aus. Gucken wir mal. Zack, also die beiden Softboxen hier, die eine hier, das muss noch komplett anders gemacht werden. Die muss viel, viel höher, weil die jetzt total nervt im Bild. Und viel zu viel Helligkeit bringt. Ansonsten super gutes Licht, also komme ich echt super mit hin, echt so Tageslicht halt. Und ansonsten läuft das Internet geht auch wieder mit meiner schönen Verkabelung hier. Das passt. Ja, so sieht's aus. Achso, genau. Und dann habe ich jetzt nämlich hier hinter da meine Maschine, alles angeschlossen und dann eben die Möglichkeit hier die Softboxen zu platzieren. Ich denke mal, das ist am besten so. Das war's erstmal. Ihr seht es dann später weiter. Ciao, ciao. So, da bin ich wieder. Das kennt ihr ja. Das hatte ich euch ja gerade hoffentlich gezeigt. Ich hoffe, ich komme nicht durcheinander. Und jetzt denke ich ja, ja, und wie kommt jetzt der Greenscreen an meine Wand oder wie auch immer? Die Sache ist wirklich die, ich hatte ja zuvor, war es wirklich so, hing der Greenscreen hier. Sag ich jetzt mal von der Weite des Stuhls, ich konnte gerade so wegrücken, alles total scheiße. Ja, wie kriegst du das Ding fest? Klar, man kann sich ein Gestell bauen, bla bla. Ich will aber ganz, ganz easy, dass man wirklich sagen kann, ich sag jetzt mal, man könnte das innerhalb von einer halben Stunde alles komplett abbauen, ohne wer weiß wie viel Material. Was macht man da? Guckt man nach oben. Man spannt Schaltdraht. Also da eine Schraube rein, da eine Schraube rein und dann schön gespannt. Und jetzt bin ich natürlich gespannt wie ein Flitzebogen, wenn ich den Greenscreen aufhänge, ob das alles so passt. Und danach wird der schön gebügelt. Und dann hoffe ich mal, habe ich ein richtig gutes Ergebnis und ganz, ganz viel Platz für mich und für die Aufnahme. Bis gleich. Oh, da bin ich wieder. Yo. So sieht's momentan aus. Ich denke, ganz gut gelungen. Von der Ausleuchtung her kann ich mich echt nicht beklagen. Werdet da gleich sehen. Also hat sich gelohnt, die Arbeit. Und halt eben, ich habe halt ein bisschen, ihr seht selber, ich habe Bewegungsfreiheit. Das ist das, was für mir wirklich wichtig war. Ja klar, der Rest des Zimmers ist jetzt wirklich, also wirklich hier nur noch, da ich bin und das war, also wirklich nicht mehr. Aber wie gesagt, dafür ist es halt ausgelegt. Also von Anfang an habe ich es mir dafür so gemacht und fertig aus. Von daher passt das. Ich denke mal, starten wir mal ein Video. Ciao.